Ja, da sind wir direkt wieder. Jetzt spielen wir mal mit Judas. Are you sure you want me to die? Ich will nicht, dass du stirbst, aber okay. Judas, startet mit 3 Münzen, einem Herz, auf Belial und viel Damage. Deswegen mag ich ihn halt auch so, weil der hat halt viel Damage. Ist halt ein bisschen riskant mit wenig Leben, aber. Das ist halt auch ein bisschen so der Faktor an Judas, den man so mag. Das könnte sehr wohl jetzt in den ersten Ebenen einfach mal von einem Gegner sterben. Es gibt auch halt teilweise Gegner, die machen Einheitsschaden, aber halt jetzt wichtig, Leben zu finden und dann halt zu überleben. Weil Damage ist eigentlich schon relativ gut für den Anfang. Weil das Book of Belial macht halt nochmal extra Schaden für einen Raum. Ich hätte gerne eine Bombe, weil hier ist ein blauer Stein. Vielen Dank. Ich hatte eigentlich gesagt, Seelenherzen erwartet, aber okay spielen. Meine Bomben sind jetzt nicht schlecht oder so, aber Seelenherzen sind besser. Seelenherzen spielen. Das sind die blauen. Hier ist die roten. Bam. Na komm, hauen wir schon mal den Boss. Gemini. Der verfolgt uns. Keine Ahnung, ob ich ihn im Let's Play schon mal hatte. Ist eigentlich selbsterklärend. Ne, ne, ne. Und das war scheiße. Von mir. Vom Boss. Nein, nicht nochmal denselben Fehler. Ja, darüber rede ich nicht. Ist nichts passiert. Fang einfach direkt nochmal an. Wie gesagt, man kann einfach ganz leicht in der ersten Ebene sterben. Vor allem, wenn man scheiße ist. Common Cold, Poison Damage. Ja, ich schieße ab und zu hier mal eine giftige Träne. Ich würde ehrlich gesagt gerne an den Schlüssel rankommen. Komm her. Danke. Kleine erste Ebene im Vergleich zur letzten. So. Ah, ist okay. Ah, 2 Bomben. Sehr gut. Dann einmal. Gucken, ob das geht. Okay. Der Geheimraum ist dann vielleicht hier oben. Nein. Ich weiß nicht, ob die Bombe hier ausgereicht hat, um hier noch die Wand zu treffen. Na, ist egal. Ah, Larry Junior. Ich sollte nicht sterben. Das heißt nicht, dass ich es nicht tun werde. Wie gesagt. Und hier ist und Shot Speed ab. Oho, ich bin ganz traurig. Mach dir nichts draus, Judas. Die mögen dich doch eh alle nicht. Nächste Ebene. Bisschen Leben, bitte. Spiel. Oh, die können mir nichts. Auch wenn die mich immer ein bisschen beängstigen. Du bleibst mal schön weg. So. Ihr könnt wirklich nichts. Okay. Muss nicht direkt depressiv werden. Ab hier rein. Oh. Flaming Tears. Hammer nice. Jetzt haben wir schon Poison und Flaming Tears. Das sieht mega, mega cool aus. Jetzt stirb bloß nicht. Judgment. Gib mir irgendwie Hilf ab oder so. Komm. Genau.
Irgendwie will ich jetzt nicht zum Boss gehen, weil ich sterben will. Nein, 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 nein. Das wär's jetzt gewesen. Ich weiß nicht, ob diese Explosion mehr Schaden machen können. Oh, da oben ist ein blauer Stein. Jetzt gib mir ein Herz oder eine Bombe. Oder beides. Jawohl. Du hast jetzt Seelenherzen in dir. Und nicht so Bomben. Mr. Mega. Danke. Wenigstens eins. Gehen wir hier noch den Rest erkunden. Ne, ne, ne. Leck mich am Arsch. So. Da sieht das schon mal wieder ein bisschen besser aus für uns. Und hier ist noch ein blauer Stein. Jawohl, noch ein Seelenherz. Ja, so kann Judas Runs starten. Viele Seelenherzen, geile Träneneffekte. Jetzt noch ein bisschen Leben, also rote Herzen. Und dann geht's mir gut. Warum gebe ich hier noch 2 Cent? Ja, jetzt gibst du ein Herz, ne? Geier. Ja. Ist ja schon dich. Ich könnte ihn jetzt auch in die Luft jagen, aber. Mache ich jetzt nicht. Ich glaube, schon mir den mal die Bombe hier. Nice. Oh, Dingle. Kann man mein Buch mal benutzen? Ich muss ja mehr Schaden machen. Ah, Dingle. Heute nicht. Nice, Magic Mushroom. Viel Damage ab, Leben. Ich weiß nicht, ob ich nehme mal die Robe. Die gibt mir eben 3 schwarze Herzen. Und damit sehe ich cool aus, von daher. Lohnt die sich immer. Mal reingucken. Nein. Gerade nicht. Fleisch. Glück gehabt, dass er mich nicht getroffen hat. Und Turdy Touch. Das ist anscheinend auch ein Träneneffekt. Schon 3 Träneneffekte hier in dem Run. Gefällt mir. Mega geiler Run jetzt schon. Die ganzen Dingles haben keine Chance. Wow, 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 aufpassen. Burn Penny, Bad Penny, so rum. Einfach mal aufheben, auch wenn er nicht wirklich was bringt. Dann schon mal im Shop gucken, was es zu kaufen gibt. Oh, ne, Piggy Bank. My Life Savings. Die hat mir 3 Cent gegeben. Ja, vielleicht kriege ich mehr Geld oder so. Gut, mal wieder ein bisschen hier reinballern. Um bis 40 Cent. Nice. Einfach mal benutzen, weil da vorhin eine Batterie lag. Vielen Dank. Nochmal Dankeschön. Schöner Run. Auch wenn das nicht so schön war. Ach guck mal, wenn ich getroffen werde, kriege ich Geld. Anscheinend liegt das an der Piggy Bank. Cooles Item. Komm, geh weg. Danke. Auf zu Chap. Erstmal das Buch benutzen. Ganz wichtig. Dann Chap in den Arsch treten. Jupp. Squeezy. Tiers ab und 2 Seelenherzen. Besser kannst du nicht werden.
Pentagramm, Damage up. Besser kann es nicht werden. You unlock Krampus. Ah, cool. Ja, Krampus ist ein Boss, der jetzt auch anscheinend im Teufelsraum aufschalten, reinkommen kann. Das heißt, manchmal liegt da kein Item, sondern halt ist da halt Krampus als Boss. Und er droppt dann halt auch ein Item. So, ihr könnt schon mal gar nichts. Mein Gott, mache ich viel Schaden. Zu gut. Ja, da gehe ich bestimmt nicht rein. Also zu der goldenen Truhe. In den Arcade vielleicht noch. Oh. Schlüsselmangel haben wir auch nicht. Fällt mir. Jetzt ganz... Oh, nice! Freeze-Effekt, unser vierter Tränen-Effekt. Ja, halt, wir haben halt eine Chance, Gegner einzufrieren. Mega geiles Item. Also war früher mein Lieblingstränen-Effekt. War auch relativ OP. Also wahrscheinlich eines der besten Items früher. Wahrscheinlich immer noch eines der besten Items. Hauen wir mal den Bus. Ach, hallo Gerdi. Das war klar. Kurze Unterbrechung. Mach direkt weiter. Mal gucken, wo ich gerade war, weil die Pause war jetzt gerade ungefähr so eine Viertelstunde lang. Ah, okay. Ah, okay. Ich hänge hier oben ab. Gerdi, du warst gefroren. Okay. Oh, du stirbst jetzt einfach nur, Gerdi, ne? Jawohl. Nachdem er vergiftet, verbrannt und eingefroren wurde. Ah, Krampus. In dem Run, wo wir ihn freischalten, kommen wir ihn auch. Head of Krampus. Aber er hat den Kohleklumpen getroppt. Er kann anscheinend auch diesen Kopf troppen. Der Kohletruppen ist, je weiter meine Tränen fliegen, umso mehr Schaden machen die. Also noch ein Träneneffekt. Träneneffekt Nummer 5. Ziemlich, ziemlich gut. Dann machen die Explosionen mir keinen Schaden. Was gut ist. Die haben irgendwas mit den flammenden Tränen zu tun. Aber keine Ahnung, wie genau die entstehen. Tschüss, Batman. Flash, ne, brauche ich nicht. Ich habe das geile Book of Belial. Die Larrys haben keine Chance. Genau wie das Rest des Spiels keine Chance hatte. Auch keine Chance haben wird. Vorausgesetzt, ich habe genug Leben. Was mich immer umbringen könnte jetzt in nächster Zeit, aber. Ist ab, nice. Geht mir richtig gut. Champion Belt. Damage up und Challenge up. Challenge up heißt, es spawnen mehr Champion-Versionen von Gegnern. Und vielleicht sehen wir das jetzt auch schon im nächsten Raum. Gut, hier nicht. Das ist nervig. Ich bin eine Millisekunde zu früh losgegangen. Ja. Sterbt. Itemraum war schon. Shop auch schon. Dann töten wir den jetzt einfach mal.
Dank. Ja, von mir aus. Damit schon Range ab. Damit schuld ich mir eigentlich noch geben im Spiel. Und ich nehme jetzt mal keins. Ansonsten leide ich unter zu wenig HP. Für Unlocked Eve, für keine Ahnung. Wofür? Aber wir haben Eve freigeschaltet. Charakter, den ich nicht leiden kann, aber okay. Ist okay. Halt mit ihr das nächste Mal. Gucken, vielleicht hat sich bei ihr irgendwas geändert. Ich habe Necropolis aus unerfindlichen Gründen freigeschaltet. Das ist die Alternativebene zu den Depths. Da rennen einfach nur schwerere Gegner rum. Was schon sagen. Der Raum ist doch vorbei. Noch ein paar Feuer. So, in den Curse Room gehen wir nicht rein. Die Bonies. Naja. Ist keine Partie für. Also sterbt. Euch auch nicht. Ich renne auch immer rein, ne? Das lohnt sich jetzt schon. Vor allem für die Zweitruhen. Das hat sich gelohnt. Im Shop gleich mal ein Seelenherz kaufen. Falls das wirklich wäre, würde ich das nämlich gerne tun. Jetzt hat die Explosion den in mich reingeballert. Und auch der Nickel hier wäre ein schwarzes Herz gewesen. Keine Ahnung, was das macht. Schadwurfblatt. Das, wenn ich einen Gegner töte, dass mein Spacebar-Item irgendwie ein bisschen auflädt. Keine Ahnung. Kann ich mir vorstellen. Und Libra, you feel balanced. Ich glaube, das gibt mir 6 von jedem Consumable. Also ein 6 Schlüssel, 6 Bomben und 6 Cent. Oh, schon wenig Leben. Toll. Witziges Spiel. Oh, Glück gehabt, dass er mich jetzt nicht getroffen hat. Danke, Arschloch. Ich jetzt sterbe, ne? Chariot, naja. Der Notfall ganz witzig. Wo hier denn? Jetzt ist es so unangenehm. Denk gar nicht erst dran. Jawohl. Die gehen noch. Das Gefühl, wir sterben jetzt gleich in diesem Awesome Run. Wäre schon ziemlich ärgerlich. Auch irgendwie kein blauer Stein oder so, den ich übersehen habe. Nein. Nein. Okay, dann mal gucken, ob wir Glück haben. Mom, ach, wir sind schon bei Mom. Das kann ja was werden. Naja, war schön, dich gekannt zu haben, Judas. Ab hier. Okay. Mal gucken. Nein. Und das hier ist der eine Raum, in dem wir letztens auch waren. Keine Ahnung, wie man den freischaltet, aber ich glaube, den mache ich. Yep. Daddy Longlegs. Oh scheiße, die schießen ja Laser.
Vergessen. Birdie Junior. Mit deinem Herzen. Komm, stirb. Das könnte mich jetzt töten, dass ich hier reingegangen bin, aber der Raum ist cool. Die droppen mir alle immer schon Herzen, von daher. Wo bist du? Ah, da. Vielen Dank, Daddy Longlegs. Fucking Piep. Kann sich fucking nochmal verpissen. Oh je. Ich bin echt tot. You unlock the cellar. Die Alternativebene zum Basement. Vielen Dank fürs Seelenherz. Oh, das war knapp. Na, ich habe jetzt keine Zeit, hier die ganzen Bosse zu erklären. Wenn die nach 2 Sekunden eh schon wieder tot sind. Oh, Jiminy. Ich kenne mir, glaube ich, noch. Du hast mich eben umgebracht. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Kleine Spielchen. Und hier ein paar Larrys. Die können ja eh nichts. Ja, der kann auch nichts. Und ich schaffe jetzt hier den Run. Also mit jeder Anzahl vom Leben könnte ich es vielleicht sogar schon schaffen. Der Damage, den ich mache, der ist absurd. Und mit den ganzen Trenneffekten wird das nicht einfacher für die Bosse. Oh, meine Leben. War das da gerade für ein Boss da oben? Ach, Gertie, hallo. Treff von hier unten. Sauber. Erstmal Monstro 2 töten. Der ist gefährlicher als der andere. Als der Gisch. Ja. Ne, es ist okay. Ich sag nichts mehr. Ah, guck mal, ein weißes Herz. Sehr gut. Ah, ich war gerade im Stein. Ist nicht aufgefallen. Geh weg! Ab. Und du kannst doch eh nichts. Also wenn ich hier pin. Ich sehe noch so ein Poop-Dinger von den Typen. Dann hier die Wannabe Larrys und der Wannabe Duke of Fly. Komm, ab. Ach du Scheiße. Besten Boss überhaupt. Deswegen sammle ich mir gerne das Herz hier auf. Da kommen noch hier die Apokalypsenreiter, dann dürften wir es gleich geschafft haben. Bei dem roten Kackhaufen stehen, weil er kommt wieder. Wow, wow, wow. Ganz ruhig. Nee, nee, nee. So nicht. Ach, die Sensen. Hab ich gar nicht gesehen. Ja? Hallo? Ach da. Versteck dich schon nicht. Genau, die Fallen, Headless Horsemen kommen ja noch.
Von wegen, wir haben es gleich geschafft. Komm, geh weg. Wo ist denn der? Da oben. Judas Shadow disappeared in the basement. Und wir kriegen Mulligan. So, Mulligan macht das wie, als wenn Scuppy wäre, nur eine Ein-Sechstel Chance, die Fliegen zu spawnen. Ja, wir haben alles. Ist verlockend, aber nein. Auf in the womb. Nein. Okay. Dank. Sterbt. Ich muss jetzt eigentlich schon mal einfach ein bisschen vorsichtig spielen. Hab mir mein eigenes Feuer gerade Schaden gemacht. Ich dachte, das ging nicht. Na gut, wenn ich Scherzen verliere, kann, weiß ich, wo ich zurückkommen muss. Gut, hätte ich eigentlich schon viel früher benutzen können, aber egal. Hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt. Die Pille ist lag ab. Na gut. Schadet mir jetzt nicht. Euch erkenne ich mittlerweile, eurem blutigen Gesicht. Wenn ihr mich trotzdem noch trefft. Ach, ich habe schon Herz eingesammelt. Gut. Hier lang. Geht anscheinend zum Boss. Natürlich den letzten Weg, den ich nehme, dafür, der geht dann natürlich zum Boss. Ist immer so. Geht weg. Nein, 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 nein. Vielen Dank, Daddy Longlegs. Ja, schon wieder, ne? Ich hasse dich. Danke fürs Zählen jetzt aber. Einfacher Raum. Boss vielleicht? Ja, Boss. Doppel-Loki. Erstmal eingefroren. Erfolgreich getötet. Bandage und nochmal ein Satansraum. Nö. Kein Interesse. Und auf in die letzte Ebene. Mal gucken. Gehen wir mal links lang. Mag die großen Räume immer noch nicht. Also sind zumindest schwerer meistens. Deswegen versuche ich sie zu vermeiden. Rein. Alles töten. Wegen dem einen Penny renne ich jetzt nicht zurück. Dich, Laser. Ist ganz schön schwer, hier die Blutspuren zu erkennen, wenn man nicht aufpasst. Na, guck mal. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt. Heute mal. Vorher aufheben. Das erhöht die Chance auf Items in Kackhaufen. Nope, nehme ich einfach mal mit, würde ich sagen. Der hier macht eh nichts.
Ich hab gesagt, ich nehme es nicht mal mit. Danke. Ah, Doppelklatten. Ist nicht zu schwer. The Book of Seven Sins. Bekommt man, wenn man alle sieben Sünden besiegt hat, also alle sieben Minibosse. Teilweise One-Shot ich teilweise die Gegner. Ich weit genug weg bin. Also auf den Penny. Das nervt, dass diese Explosion mir anscheinend auch Schaden machen kann. Komm raus. Hallo? Fick dich. Ja, jetzt kommst du natürlich raus, weil ich eine Bombe an dir verschwende. Dann hier lang. Hat Glück gehabt, dass die Stacheln zu waren. Ist mir gar nicht aufgefallen. Einfach mal die Gegner getötet. Man sie nicht sieht. Dann hier die Gurglings töten, die nichts können. Und dann hier lang. Mal Schaden bekommen, weil es offensichtlich war, dass das passiert. Dann mal kurz Fenster zumachen, weil das uns anscheinend in der Aufnahme stört. Einen Moment. So, dann ersticke ich zwar hier drin, aber ich habe wenigstens keine ekelhaften Hintergrundgeräusche. Weiter geht's. Keine Ahnung, was diese komischen Tentakeln hier machen. Aber ja, ist mir auch egal, was die machen. So, dann mein Buch benutzen. Die Laseraugen töten, wollte ich gerade sagen. Und sich vorher von ihr treffen lassen. Wow, 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 wow. Ganz hart, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir können das auch ganz zivilisiert klären. Und nächste Ebene. Mach jetzt einfach mal den Satan mit. Mein Gott, mach denn. Guck mal schneller durchs Spiel durch. Das Spiel ist lang genug. Ah, der Wire-Code-Hänger. Früher war der immer von Anfang an freigeschaltet. War früher eigentlich auch nur ein Tiersub. Keine Ahnung, vielleicht hat er jetzt noch einen anderen Effekt. Okay, ich bin tot. Oh, das ist die. Oh, nice. Wow, 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 wow. Was für Arschlöcher. Ihr auch. Ihr verdammten Geister. Haben die aufgehört zu schießen? Nein. Gut zu wissen. Das hat es ge sich gelohnt, diese Karte mitzunehmen. Ist eigentlich nur nervend. Boah, Strength. Gucken. Aber benutze ich mal hier. Heile ich mich wenigstens gleich um ein Herz, wenn das Herz hier wieder weggeht. Ah, Mom's Pearl. Erhöhte Chance auf Seelenherzen. Lohnt sich auf jeden Fall. Kackhaufen sind hier eh keine mehr. Großer Raum. Wirklich. Achtung. Wieder der. Großer Raum. Das ging wahrscheinlich schneller, aber mach's einfach. Lieber ein bisschen langsamer, aber schneller. Ihr sterbt einfach.
Du kannst wissen, was er macht. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Die Gegner hier machen mir Angst vor, weil ich sie die Hälfte nicht kenne. Ja, euch kenne ich. Aber ihr macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Und nochmal Strength. Brauche ich das Item, mit dem ich zwei Karten halten kann. Gucken, was hier drin ist. Hat irgendeinen Effekt auf mich, aber ich will es jetzt ehrlich gesagt nicht riskieren. Was jetzt die 4 macht, ich weiß es nämlich nicht. Ich würde schon gern gewinnen. Hier oben dürfte jetzt wieder mein Lieblingsraum sein. So. Und jetzt hier der Großraum. Kann den Ort werden. Immer Greed. Ist okay, ich spiel. Bleib einfach so weit weg, wie ich kann. Damit das Ausweichen von den Tränen von denen ein bisschen einfacher wird. Genau, Steam Sale, weil ich noch jetzt einen Shop finden werde. Zwei Räume vom Boss. Ah, fuck. Ist richtig ärgerlich. Ja, genau. Weil ich dich auch so gut sehen kann. Was ist hier? Sauber. Einfach mal benutzen. Wir haben ja drüben die Batterie liegen. Weil wir Herz hier nehmen. Batterie. Das Red Patch nehme ich gleich mit dem Bossraum. Schwarzes Herz, sehr, sehr gut. Okay. Red Punch war eine Chance, dass wenn man getroffen wird, man mehr Damage macht. Und Empress auch mehr Damage. Ein Buch mehr Damage. Und schickt die Bombe immer so eine Sekunde zu früh hin. Also wir machen schon viel Schaden. Aua. War böse. Hey komm. Es gibt mir nicht die Musik, dass ich schon vorbei bin. Das war ein Bug. Anscheinend ist, wenn der Satan in seiner eingefroren ist und dann stirbt, und die dritte Form nicht. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich will auch nicht übermütig klingen, aber ich glaube, die hätte ich auch geschafft, von daher. Ich glaube, das ist jetzt hier wieder dasselbe Ending, wie wir es im letzten Part schon hatten. Ja. Nur das Zunge freigeschaltet. Wir haben das zweite Teil von diesem tollen Foto. Wie auch im letzten Part gucken wir uns das vierte Ending nochmal an. Was wir eigentlich gesehen haben, weil wir direkt runtergegangen sind und nicht in die Truhe. Und den Kleiderbügel freigeschaltet. Ja, das tut weh. Best Streak. Bei. Okay. 4 Mom-Kills, 3 Tode. 41 Secrets. Okay, Leute, das war's dann mit Part 6. Keine Ahnung. Oder 7, wie auch immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part, wo wir dann mit Eve spielen werden. Mal sehen. Oder rein. Tschüss.